Guten Morgen! Es ist der letzte Tag vor der Abreise und es macht sich so langsam eine gesunde Aufregung breit und zugleich auch etwas Angst. Das muss ich ganz ehrlich, ja, mir eingestehen und euch natürlich dann auch eingestehen, aus folgendem Grunde. Ihr habt echt mich in dieser Zeit, wo ich mich vorbereitet habe auf diese Wanderung, emotional als auch materiell wirklich sehr, sehr stark unterstützt. Und ja, ich habe euch das jetzt vorige Mal schon mit den Schuhen, mit dem Wahnsinnigen, der mir da zwei Schuhe, da zwei paar Barfußschuhe geschickt hat, ja, euch gesagt. Ich habe ein paar Briefe noch bekommen, die auch ja, beide Seiten der Unterstützung beinhaltet haben. Und ja, jetzt hat noch jemand, der das Video gesehen hat, wo ich so stolz mein Messer gezeigt habe, der hat gesagt, damit kann ich dich nicht gehen lassen und ja, hat mir hier ein Schweizer Taschenmesser bei Amazon bestellt und zu mir liefern lassen. Und wie gesagt, ich kann da nur Danke sagen, aus vollstem Herzen. Ich hätte das alles gar nicht gebraucht in dem Sinne. Ne? Ich hätte, wäre auch mit meinem Badeschuhen losgegangen. Gerne auch mit meinen Badeschuhen. Die hat mir meine Mama gekauft voller Liebe. Und auch wenn es nur Badeschuhe sind, ich wäre losgegangen. Ich wäre auch mit einem Werbegeschenk Taschenmesser losgegangen. Ist alles in Ordnung. Das wäre auch alles mit Sicherheit auch gegangen, glaube ich. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit ja, etwas komfortabler zu starten und vielleicht auch mehr Möglichkeiten dann habe mit so einem Messer. Derjenige, der mir das Messer hier geschickt hat, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo es, wie sollte es denn anders sein, um Ausrüstungsgegenstände geht. Gear to Video. Ich verlinke mal den Kanal von ihm als kleines Dankeschön sozusagen. Er hat auch noch nicht so viele Abonnenten. Auch, ich glaube schon über 1000, fast 2000 Abonnenten hat es schon. Ja, vielleicht schaut mal bei ihm vorbei. Aber er hat es jetzt nicht gemacht, dass ich ihn verlinke oder so. Das ist jetzt nur von mir da gesagt. Also, wie gesagt, danke, aber wie gesagt, zeitgleich kommt eben auch so ein wenig der Erwartungsdruck. Na? Dadurch, dass ihr mich unterstützt habt, so vielfältig auf so vielen Ebenen, kommt natürlich auch so ein bisschen Erwartungsdruck. Ich habe vorher gesagt, pass mal auf, dann laufe ich einen Tag und dann tut es mir weh und dann rufe ich ein Taxi und sage ich, na gut, Taxi ist vielleicht ein bisschen teuer, aber Blablacar, da rufe ich Blablacar und dann. Da fahre ich wieder zurück und okay, alles klar. Nun bin ich ja jetzt hier ja, quasi mit von euch ausgestattet worden und eure emotionalen Wünsche und Verabschiedungszeremonien sind ja, also jetzt im realen Leben, gerade jetzt hier beim Rohkostpotluck, bei den letzten beiden Rohkostpotlucks quasi, das ist einfach so, es hat sich jetzt so ein Druck aufgebaut, muss ich sagen. Das möchte ich euch auch mitteilen. Also ich spüre in mir auch so eine gewisse Angst, dass ich wirklich nach einem oder zwei Tagen sage, es geht nicht mehr. Ne? Es ist halt, meine alten Knochen können das nicht mehr ab, beziehungsweise ich habe schon zu viel kaputt gemacht in meinem Leben. Ich meine, 40 ist noch kein Alter, wo man jetzt sagen muss, dass es gibt 70-Jährige, die noch hier fröhlich durch die Alpen wandern. Ja? Das hat kein Thema. Bloß ich, 165 Kilo, Knie kaputt, Rücken kaputt. Also Hüfte übrigens jetzt ist seit ungefähr einer Woche so leicht entzündet. Das tut so weh, wenn ich starte und das ruft sich auch nicht wirklich ein und ja, ist halt alles so. Und deswegen kann es halt durchaus eben sein, dass es halt nicht so lange dauert und habe ich ein bisschen Angst. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich wollte es euch sagen und kommen wir jetzt noch zu was, ja. Was anderen und zwar viele haben gefragt, mit welchem Rucksack gehst du denn eigentlich los? Und ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen Rucksäcken. Auch ihr habt mir eure Empfehlungen gegeben und eine Empfehlung von euch war ein Bundeswehr-Rucksack und zwar der Atlas Cyclops 2. So heißt der, glaube ich. Und den habe ich mir, den wollte ich mir kaufen. Allerdings ja, ist der ferner lieben am Neupreis, also der kostet weit über 100 Euro. Ich glaube 300 Euro oder 250 Euro oder sowas. Ich habe einen defekten Gebrauchten bekommen für 80 Euro. Defekt heißt, das ist übrigens hier der Rucksack, dieser Rucksack, defekt heißt, der hat die beiden Seitentaschen nicht mehr, der hatte so anreißbare Seitentaschen, zwei Seiten und in dem Tragesystem, bei dem Tragesystem ist hier eine, die sind so mit Nieten ist es hier oben eigentlich normalerweise verbunden und die eine Niete, die ist ja da und die andere Niete ist nicht mehr da. Und die habe ich dann einfach so mit
Band gemacht, damit es hier halbwegs stabil bleibt hier und dass das Tragesystem so halbwegs ja, noch funktioniert. So, und ja, das ist also der Rucksack, mit dem ich losgehe. Das ja, ist ein Rucksack, der wiegt normalerweise 3 Kilogramm. Dadurch, dass die zwei Außentaschen fehlen, wiegt er jetzt nur noch 2,4 bis 2,6 Kilogramm. Man lässt sich das lässt sich ganz leicht wiegen. Auf jeden Fall ja, ungefähr 2,5 Kilo kann man sagen. Er hat im Endeffekt keine Extra-Taschen, er hat oben ein Loch und da kommt alles rein. Ja, trägt sich halbwegs angenehm, ist auf meiner Größe, da habe ich drauf geachtet, dass er, es gibt da verschiedene Größen bei dem Modell, damit das Tragesystem passt, damit der Gurt auch direkt über den Rücken geht. Und ja, und da ist es so, dass ich jetzt sagen kann, der passt und ja, tut trotzdem weh beim Tragen. Also nach, ich hatte gestern, vorgestern, jetzt wenn ihr das Video seht, also heute ist Dienstag, also wenn ihr das Video seht, da habe ich am Sonntag, habe ich so eine Generalprobe gemacht, da bin ich mit 11 Kilo gelaufen für 22 Kilometer, eher als 10,8, also ungefähr 21,6 Kilometer gelaufen und am nächsten Tag total Schulterschmerzen, ganz, ganz schlimm, aber hilft alles nichts. Das Problem ist, ich habe 15 Kilo tragen. Ich habe mein ganzes Equipment gemessen, es sind 15 Kilo rausgekommen. Das wird auch nicht weniger, das kriege ich auch nicht als weniger hin, so zumindest jetzt als Erstlingswanderer. Und ja, damit muss ich klarkommen. Und da ist jetzt noch kein Essen und Trinken dabei, weil Essen und Trinken nehme ich nicht mit. Ich nehme meinen Livestraw mit, den habe ich euch, das Video verlinke ich euch. Ich werde versuchen, in der Nähe von Gewässern zu laufen und werde dann einfach aus den Gewässern trinken. Und essen werde ich aus der Natur, was es Grünzeug hergibt. Und ich bin mir relativ sicher, in irgendwelchen Städten wird auch immer mal ein Aldi oder ein Lidl sein, wo man frisches Obst und Gemüse essen kann. Aber ich werde halt nichts transportieren, sondern werde es halt einfach an Ort und Stelle essen. Da ich ja auch schon Wasserfasten gemacht habe, weiß ich, man muss nichts essen. Zumindest so mal eine Woche lang oder sowas. Ja, genau. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Morgen geht's los. Heute Abend kommt die Chiara, Diana und der Albin. Wir machen heute Abend noch so eine Art kleine Zeremonie, dass wir beginnen, so, wir werden ein bisschen singen, also Mantras singen und ja, uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen uns eingrufen. Und dann werden wir alle hier noch in der Wohnung hier schlafen. Und dann geht es von dieser Wohnung aus quasi ja, los. Und wir werden am Anfang Richtung Dresden laufen, weil Diana wird wahrscheinlich nur bis Dresden mitkommen. Also nur, also das sind immerhin trotzdem über 100 Kilometer, aber ja, mein Fokus ist ja durchaus, wenn der Körper den hält, länger zu laufen. Und genau, bei Chiara ist glaube ich auch so, der Fokus einfach erstmal loslaufen. Ja, und dazu auch noch was zu sagen, also gab ja einen Kommentar von euch, von einem von euch oder einer von euch, mit deinem Körper, da gehörst du doch nicht auf den Wanderweg, da gehörst du in, ja, ins Zimmer, keine Ahnung, ins Bett. Ja, genau. Wenn ich danach gehandelt hätte in meinem Leben, wo ich eigentlich hingehöre, dann wäre ich auch nicht bei YouTube. Dann sehe ich in der Steuerkanzlei oder irgendwo in der Finanzanalyse oder irgendwo, was ich studiert habe. Wenn ich aber das mache, wo ich hingehöre. So ein Schwachsinn, wo man hingehört. Man sucht sich den Weg. Man findet Wege und man ist auf einem Weg vor allem. Es gibt nicht einen Platz, wo man hingehört. Das muss man selber herausfinden. Man muss Erfahrungen sammeln. Wer weiß, vielleicht ist mein Körper in der Lage, das alles ja, anzunehmen. Und der Körper ist ja immer in der Lage, sich zu modifizieren. Und vielleicht ja, funktioniert das mit dem Wandern. Warum denn nicht? Also ich habe ja, ist ja nicht so, dass ich noch nie gewandert wäre. Also zumindest jetzt. Tagsüber, ich habe noch nie irgendwo übernachtet oder gezeltet oder sowas. Also ich habe jetzt gezeltet, 5 Tage beim Rainbow, aber jetzt so vorher nie. Und ja, gewandert, ich bin schon am Tag, an einem Tag habe ich schon mal 30 Kilometer geschafft. Allerdings ohne Gepäck. Und die nächsten 2-3 Tage konntest du mich wegschmeißen, aber ich habe es geschafft. Und ich denke so 10, 20 Kilometer habe ich bestimmt auch mal in 2 Tagen ineinander gemacht. Also es ist nicht so fernab, dass ich das schaffe. Und von daher, ja, ich nehme den Kommentar natürlich an, als das, was er ist, als ja, typischer Kommentar einer von der Gesellschaft konditionierten Person. Da gehört man nicht hin, das gehört sich nicht. Aber da scheiße ich drauf, ohne der Person jetzt irgendwie persönlich da zu nahe zu treten. Aber das ist nicht mein Leben. Mein Leben bedeutet Leben, Erfahrungen sammeln. Ne?
Also ich kenne keinen Menschen, der am Ende des Lebens gesagt hat, boah, also in diesem Leben, da habe ich viel zu viel Erfahrungen gesammelt. Da hätte ich mal lieber im Büro gesessen und viel Geld verdient und meinen Platz, den ich, wo ich hingehöre, den hätte ich eingenommen. So. Ich kenne nur Menschen, die da irgendwann gesagt haben, oh, hätte ich nur noch mehr Sachen ausprobiert, hätte ich nur mal was riskiert, hätte ich mal mehr gelebt. Ja? Und deswegen mache ich das. Wenn ich das nicht machen würde, wenn ich nicht losgehen würde, trotz meiner Gebrechen, dann würde ich mir hundertprozentig im Kopf immer wieder den Vorwurf machen, warum hast du es nicht getan? Denn mit jedem Jahr, wo ich auf die 50 zugehe, auf die 60 und so weiter, dann wird es schwerer. Ja? Und vielleicht kann sich der Körper ja noch ein bisschen anpassen. Ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, ich laufe los, morgen geht's los und die Videos kommen, wie gesagt, eine Woche zeitverzögert. Das heißt, am Mittwoch nächste Woche kommt das erste Video bezüglich des ersten Tages, wo es losgegangen ist. Und ich werde bei Facebook allerdings tagaktuell sagen, wo ich bin. Einfach auch aus dem Grunde, wenn es Leute gibt, die auf dem Weg sind und die gerne mitwandern möchten, mal einen Tag, mal eine Stunde, dass die sich einfach, dass sie wissen, wo ich bin und dass sie sich uns anschließen können. Und deswegen auf Facebook erfahrt ihr immer sofort, wo ich bin. Müsst ihr mich allerdings auch abonnieren bei Facebook, um dass ihr das immer angezeigt bekommt. Ich glaube sogar, dass da auch nicht, bei Facebook kenne ich mich nicht ganz so aus. Am besten bookmarkt ihr meine Seite und dann schaut ihr einfach jeden Tag nach, was ich mache, wenn es euch dann interessiert. Und natürlich auch für diejenigen, die mich gerne einfach kennenlernen wollen, die aber vielleicht nicht wandern wollen, sondern die einfach sagen, hey, ich würde mich total freuen, wenn du mal zu mir kommst, dass du kannst bei mir übernachten und dass wir uns mal ein bisschen unterhalten und so weiter. Für die Leute natürlich auch Facebook erste Anlaufstelle, dass ihr genau wisst, wo ich bin. Aber ja, die Videos quasi, meine ganzen Erlebnisse und so weiter, das werde ich quasi bei YouTube präsentieren, bei Facebook vielleicht mal ein Bild, aber bei Facebook vor allem halt die organisatorischen Sachen. Und die ganze Woche jetzt bis zum nächsten Mittwoch werden noch Videos kommen, die ich vorproduziert habe. Und ich bin ja auch online mit dem Handy, zu denen da irgendwo Netz ist, und werde eure Kommentare auch lesen. Allerdings mit der Handy-Tastatur die Kommentare alle beantworten. Aber es gibt ja Smileys, es gibt Herzen und so weiter. Damit kann ich ein Grundgefühl für den Kommentar ausdrucken. Und vielleicht schaffe ich es tatsächlich trotzdem auch weiter, die Kommentare aufreißen, alle zu beantworten. Wenn nicht, seht es mir nach. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie sich mein Mindset verändern wird auf der Reise. Ich weiß eigentlich gar nichts. Das ist schön, ich weiß gar nichts. Und in diesem Sinne würde ich das Video auch gern beenden jetzt an dem Punkt. Ihr wisst jetzt, mit welchem Rucksack ich loslaufe. Ich bin auch gut equipped mit einem Schweizer Taschenmesser, mit super Barfußschuhen und ja, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und morgen geht's los. Denkt an mich, schaut bei Facebook rein, dann werdet ihr vielleicht auch direkt sehen, dass ich am ersten Tag irgendwie umgeknickt bin, als ich hier unten meine Treppe runtergelaufen bin und ja, die Wanderung erledigt ist. Oder ihr werdet eine erfolgreiche Stadt sehen, was auch immer. Und bei YouTube dann, wie gesagt, immer eine Woche verspätet. Und dann in einer Woche gibt es natürlich hoffentlich dann jeden Tag ein Video von dem aktuellen Tag, wo ich gerade gewandert bin. Also dann, bis ja, live sozusagen, bis nächste Woche, aber natürlich bis morgen, wenn ich dann mein Video euch präsentiere, was ich natürlich schon vorher gedreht habe. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.